Herzlich willkommen meine Minis zu diesem Video. Ich bin gerade eben aufgestanden, deswegen hört sich meine Stimme wahrscheinlich anders an als sonst. Aber ja, im Hintergrund läuft ein bisschen Modern Warfare 3, ein Gameplay, das ich hatte. Mit irgendwelchen merkwürdigen Soundeffekten. Ist egal. Bei dem Gameplay war, okay, ich hätte vielleicht mein Mikro ausmachen sollen, als ich das aufgenommen habe. Egal, die Soundeffekte sind nicht... Die Hintergrundeffekte, Hintergrundsounds sind nicht lange da. Es war, glaube ich, das beste Spiel, das ich bisher hatte zum Anschauen. Der Anfang ist ein bisschen langweilig, Anfang ist nicht so gut. Aber ja, ihr werdet es ja sehen. So die erste Hälfte ist relativ meh, aber in der zweiten Hälfte geht es richtig ab. Da finde ich es richtig schön zum Anschauen. Das heißt, ja. Ich rede aber gleich noch mehr darüber. Jetzt möchte ich erst über was anderes reden, nämlich... ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist oder ob ihr das auch so empfindet, aber in letzter Zeit ist der... Die Qualität von dem Content auf meinem Channel ist ein bisschen runtergegangen. Da gibt es einen Grund für. Der Grund ist schlichtweg, dass ich habe in letzter Zeit nicht so viel Honn gespielt. Deswegen lade ich gerade einfach nur alles, was ich halt... Ich mache es immer so, ich habe ganz viele Videos auf Lager. Damit, falls mal ein Zeitraum kommt, in dem ich nichts mache, sowas kommt. Es gibt immer bei mir so Phasen, so in einen Phasen, da mache ich richtig viel Videos und ich glaube auch immer, ich mache richtig guten Content. Es gibt andere Phasen, da mache ich einfach keine Videos. Und gerade die letzte Woche war so eine Phase, da habe ich halt nichts gemacht und es tut mir leid und deswegen gab es viel Orcs Must Die und ja. Aber dafür habe ich fürs, ihr könnt euch aufs 300. Video freuen, ich habe da eine besondere Überraschung für euch vorbereitet. Ich gebe euch mal einen kleinen Hinweis, es ist etwas, damit würdet ihr niemals von mir rechnen, es handelt sich um ein Lied, aber ja, es wird, glaube ich, sehr lustig werden. Also ich bin mir todsicher, dass wenn es so wird, wie ich es mir auch hoffe, dann wird es euch gefallen. Ja, okay, gut, dann reden wir mal kurz über das Spiel. Ich möchte euch hier kurz meinen ersten Eindruck über Modern Warfare 3 geben und euch auch weiterhin darauf hinweisen. Auf der Website poste ich sehr viel gerade und geht auf klarminimis.de und wirklich, ich versuche relativ viel zu posten. Also ich denke, alle zwei Tage werde ich was hochladen oder werde ich was hochstellen. Deswegen, wirklich, schaut es euch an. Besonders, falls euch Modern Warfare 3 interessiert und ihr habt euch noch nicht entschieden, ob ihr es kaufen wollt, ich mache nämlich so das sogenannte Baumis MW3 Tagebuch. Das heißt, ich lade meine Real-Time-Erfahrungen mit dem Spiel hoch, was ich davon meine und so weiter. Aber ja, ich möchte euch auch noch kurz hier meinen ersten Eindruck vom Spiel geben. Ich bin jetzt Level 58, 59, irgendwie sowas. Also ich habe schon einiges gespielt und... Anhand der Tatsache, dass das Spiel noch nicht lange draußen ist und ich schon so hoch im Level bin ohne einiges Spiel und deswegen kein Hornspiel, könnt ihr, glaube ich, davon ausgehen, dass das Spiel sehr gut ist. Es gibt zwar Leute, die sagen, es ist nur Modern Warfare 2.5. Persönlich finde ich das gut. Also persönlich habe ich auch nicht... Ich weiß nicht, ob nur ich das bin, aber ich habe auch nicht Modern Warfare 3 gekauft, sondern ich wollte Modern Warfare 2.5. Und genau das ist es. Und ja, also grafisch ist es... Nicht ganz so, wie ich es mir erhofft habe. Grafisch ist es meiner Meinung nach schlechter als Modern Warfare 2. Aber ich bin auch nicht so der Grafikfanatiker. Deswegen kann ich es wahrscheinlich nie so gut einschätzen. Aber das ist nur, was ich denke. Ah, da komme ich gerade wieder ins Zimmer, weil ich war aus dem Zimmer raus und die Tür quietscht. die Waffe, die ich benutze, ist die PP90 M1. Weitgehend auch bekannt als die Wurst. Zumindest unter uns. Als ob sie nicht aussieht wie eine Wurst. Das ist aktuell meine Lieblingswaffe. Also ich benutze sie am liebsten mit... ich gebe euch einfach mal kurz meine Klasse. PP90 M1 mit Kick und Extended Max. Als Perks habe ich... Extreme Conditioning. Hardline und ruhige Hand. Also Steady Aim. Ich gebe euch die englischen Namen, weil ich spiele so englisch. Als Strike Package habe ich, wie man sehen kann, benutze ich immer Specialist. Weil, kurzer Tipp, wenn ihr aufleveln wollt im Spiel, benutzt Specialist und Hardline. Mit Specialist und Hardline, ihr kriegt mit einem Kill eine Killstreak, die euch irgendwie plus 300 Bonuserfahrung kriegt. Es lohnt sich unglaublich, man levelt so schnell. Da habe ich aber auch was auf der Website zugepostet. Ein bisschen detaillierter da. Falls ihr also nicht wisst, was die ganze Sache mit Hardline und Specialist und so weiter, warum das so ist, warum man damit so schnell levelt, dann geht auf die Website. Da habe ich einen Artikel drüber gepostet. Aber ja, als Specialist Perks benutze ich Sleight of Hand. Weil mein Argument dahinter ist, ich rush zu einem mit Extreme Conditioning, den töte ich und danach muss ich nachladen und das muss schnell gehen. Also Sleight of Hand.
Als zweites Perk, da benutze ich Scavenger, weil da geht mir im Normalfall schon die Ammo aus. Weil die Wurst, die schießt relativ schnell. Und als drittes für meine Specialist benutze ich Quick Draw, weil mit Quick Draw und Steady Aim gewinnt man eigentlich jeden Kampf, weil man kann sprinten und ich glaube, man sieht es jetzt auch gleich. Seht ihr, Quick Draw, Steady Aim aus dem Sprinten habe ich anvisiert, das geht instant. Also es ist unglaublich gut. Übrigens, was ihr hier seht, das ist, wie ich mir erhoffe, Call of Duty spielen zu können. Ach, ich werde angerufen, goddammit. Okay, ich mach mal kurz Pause hier. Sekunde. So, da bin ich wieder. Es war jetzt wieder äußerst unprofessionell. Im Normalfall hätte ich das Video abgebrochen. Allerdings ist es, jetzt ist es interessant, es ist 10 Stunden später. Und ich wollte schauen, wie sich meine Stimme anders anhört, weil ich habe selber auch noch nicht so richtig gehört. Egal. Ja, machen wir mal weiter im Text. Wie ich glaube, dass man Call of Duty oder jeden Shooter spielen sollte, ist einfach nur, man chargt rein und man hat die ganze Zeit Action und man dreht sich rum und wenn man richtig gut ist, das sieht so aus, als ob man Aimbot hätte. Keine Ahnung. Nein. Aber, ja, ich muss sagen, das Spiel hier macht mir sehr viel Spaß. Also es ist ein sehr, sehr angenehmes Spiel zu spielen. Es hat nur einige Probleme, die wirklich, die halten es zurück. Ein großes davon ist halt einfach die Verbindung. Das Spiel benutzt das Konsolensystem und das Konsolensystem ist halt einfach nur Mist. Also einer hostet und sowas, ja. Und was auch schlecht ist, man kriegt auf Dedicated Servern kriegt man keine Erfahrung und man hat auch keine Custom Classes und so Sachen. Also das ist eine Sache, die gefällt mir gar nicht. Apropos, das sieht man es auch gerade wieder. Das ist auch so eine Sache, die mich stört. Alle Leute behaupten, Noob-Typs werden genervt. Das ist dummes Gelaber. Also, ich weiß nicht. In den Spielen, wo ich war, one-shotte in YouTube immer. Und, ja, sie sind genauso nervig wie immer. Aber, ich muss dazu sagen, das sind auch wirklich die einzigen Sachen, die nerven im Spiel. Ansonsten ist es für ein Call of Duty sehr gebalanced. Es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und eigentlich eine sehr angenehme Erfahrung, dieses Spiel zu spielen. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Falls ihr euch noch nicht sicher seid, ob ihr euch das Spiel holen wollt, wie gesagt, geht auf die Website, wirklich. Ich schreibe da eben dieses Tagebuch und das sind meine Real-Time-Erfahrungen mit dem Spiel und wie es mir gefällt. Bisher ist sehr positiv eigentlich. Wobei, nee, eigentlich auf, bei dem Tagebuch habe ich auch einige negative. Aber ja, das Spiel hier kommt langsam zu einem Ende. Ich glaube, am Ende war es so 30 zu 8. Persönlich fand ich eher, das war 1 zu 4 und 29 zu 4. Weil am Anfang ging halt gar nichts und dann nach einer Weile bin ich halt abgegangen. Aber ja, persönlich finde ich solche Gameplays interessanter als, was weiß ich was, ganze Zeit Chopper Gunner oder Quickscopen durch die Gegend rennen, aber ich weiß nicht, wenn ihr mehr von sowas wollt, hier wirklich einfach nur davor sitzen und mit euch rede, so wie die klassischen Call of Duty Kommentatoren, dann sagt, falls es euch gefallen hat, Like, falls es euch nicht gefallen hat, Dislike, hinterlasst mir auch eine Reaction, die finde ich immer lustig, aber ja, bis zum nächsten Video.